Hallo und weiter geht's. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Waisenhaus, um Catwoman zu retten. Die wurde vom Riddler gefangen genommen. Und ja, ich weiß jetzt nicht genau, in welcher Beziehung Batman zu Catwoman steht. Sie helfen sich zwar ab und zu, aber wirklich dicke Freunde sind die eigentlich nicht. Für wen halten sich diese Militärspaten? Kommen in unsere Stadt, machen alles kaputt und übernehmen den Laden für irgendein Freak. Das ist unser Job. Ja? Und das Gericht abzuhalten. Aber Batman würde sie natürlich niemals sterben lassen, einfach so. Na los, löst dieses Ritt. Deswegen retten wir sie jetzt. Die Fledermaus fertig macht. Pass auf, Batman ist hier! Okay, wir dürfen den Grünen jetzt nicht ausschalten, weil den müssen wir am Ende noch verhören. Der Riddler hat Catwoman. Sag mir, wieso. Ich schwöre, ich weiß es nicht. Ich habe sie nur gefesselt und hier drin zurückgelassen. Wieso? Was hat Nigma vor? Keine Ahnung. Ich habe sie nur hergebracht und ein paar von diesen Trophäen platziert. Das war's. Du musst mir glauben. Das tue ich. Na, jetzt haben wir die Riddler-Trophäen. Ein paar freigeschaltet bekommen. Die können wir dann auch suchen. Oh, ein Mookäfchen. Oh, ist das süß. Das sieht so ein bisschen... Ach ja, ist im Waisenhaus, natürlich. Ich habe mich schon gerade gewundert, was er für eine Inneneinrichtung hat in seinem Versteck. Also auf Mookäfchen und Bauklötze als Riddler? Naja. Okay, das stinkt ja geradezu nach einer Falle. Ich denke mal, wenn wir jetzt da runtergehen, dann werden wir entweder eingesperrt oder sonstiges, aber wir müssen trotzdem einfach da runterfliegen und gucken, was passiert. Batman? Das bist besser du und du willst dich besser entschuldigen. Halt still. Bist du okay? Großartig. Welches Mädchen träumt nicht davon, der Köder für ihren dunklen Ritter zu sein? Wir verschwinden. Du vielleicht, ich aber nicht. Ah, beide Kandidaten sind endlich hier. Heute Nacht, Leute, haben wir Rätsel in Fülle. Aber zuerst will ich meine schönen Assistentinnen vorstellen. Ich hatte es satt vom nutzlosen Abschaum in Gotham schäbiger und uninspirierter Unterwelt abhängig zu sein. Warum sich auf die Hilfe anderer verlassen, wenn man sie selbst designen, programmieren, entwickeln und dann herstellen kann? Oh, super. Ich kann jetzt mit Catwoman oder mit Batman kämpfen. Dann kämpfe ich nochmal mit Catwoman. Die hat ja auch einiges auf dem Kasten. Hier gibt es genug. Such dir einen aus. Haha, geil. Sehr geil. Oh, jetzt bin ich wieder Batman. Und wieder Catwoman. Das ist cool. Aber was sind das für komische Maschinen? Sind das Roboter? Nur zu. Was ihr für ein Paar habt. Zusammen seid ihr gut genug, um zu... Das ist echt eine coole Idee mit diesem Doppelteam ausschalten, dass wir da zusammen einen wegkloppen können. Das macht ja mega Spaß. Ich hoffe, das kommt später auch noch öfter. Vielleicht dann auch mit Robin oder so, dass wir das dann auch öfter machen können. Das macht nämlich echt Spaß.
Und sieht mega cool aus. Du hattest hoffentlich Spaß, dunkler Ritter. Denn mehr wirst du heute nicht kriegen. Wie du siehst, hat diese kesse kriminelle Katze ein neues Halsband bekommen. Mit jeder abgeschlossenen Aufgabe gibt es einen kleinen Schlüssel. Lunch, erhalte alle Schlüssel und das Kätzchen ist frei. Entfernst du es zu früh, macht das Kätzchen bumm. Nun steh nicht einfach rum, dunkler Ritter. Setz dich in deinen aufgemotzten Raketenschlitten und komm zum Zugdepot im Cauldron. Mein erster Test erwartet dich. Ich komme zurück. Warte hier. Ich trage eine Bombe, Batman. Natürlich bleibe ich hier. Bring mir die Schlüssel. Aber das ist schon die... Ja, das ist die Hauptmission jetzt, oder? Nee, jetzt ist es wieder rette Oracle aus dem Fängen des Arkham Knight. Das heißt, Catwoman zu retten ist jetzt wahrscheinlich unsere Nebenmission. Oder? Weil hier ist... Die Prüfung von dem Riddler, aber wo ist unser Ausrufezeichen, um Oracle zu finden? Naja, wir werden sehen. Habe ich jetzt eigentlich schon einen Schlüssel freigeschaltet? Worauf wartest du? Muss ich erst meine Klauen ausfahren? Dich fängt doch sonst niemand. War es ein Überfall? Erpressung? Eine Falle? Er hat mich eingeladen. Was? Er sagte, er hätte einen Job. Einen Job? Einen für eine einbrecherische Katze. Und darin bin ich ziemlich gut. Und die Türen komme ich wohl noch nicht rein? Wo ist mein Schlüssel? Ich habe noch keinen Schlüssel, Mann. Bleib doch mal locker. Ja, Sir, ja. Ich habe wieder die Kontrolle über die Brücken. Gute Arbeit. Ich melde mich, wenn ich an der Mercy Bridge bin. Tja, Batman, mein Guter, das ist ja auch ein Dilemma, oder? Rettest du die unfähige Freundin, die sich hat kidnappen lassen, oder die unfähige Freundin, die sich hat kidnappen lassen? Ich persönlich würde mir ja Eddies neuestes Todeslabyrinth ansehen. Ich bin sicher, er hat sich richtig Mühe gegeben. Außerdem kannst du Barbara eh nicht ganz retten. Eine Hälfte habe ich ja schon umgebracht. Ich finde das mega cool, dass der Joker jetzt immer mal auftaucht und so verunsichert und in unserem Kopf rumspinnert. Ich war am Anfang wirklich ein bisschen enttäuscht, dass er diesen Teil nicht dabei ist, aber das haben sie jetzt super gelöst, dass er hier immer so auftaucht und doch irgendwo mit in der Story ist, obwohl er eigentlich nicht mehr lebt. Das ist echt cool. Wo ich mir immer noch nicht hundertprozentig sicher bin, woher er jetzt kommt, ob er von dem Angsttoxin kommt oder woher auch immer. Aber es ist echt eine super Idee. Ja, machen wir die Hauptmission weiter oder gucken wir mal nach einem Rätsel von Riddler. Ich würde eigentlich lieber erstmal die gute Barbara retten. Ich würde, glaube ich, erstmal lieber die Hauptmission weitermachen, bevor wir uns um den Riddler kümmern. Ich glaube, das mache ich dann mal in einer separaten Folge, dass ich so ein bisschen was von der Nebenmission mache, aber erstmal würde ich gerne die Gute retten, bevor noch Schlimmeres passiert. Ich gehe zurück zur Mercy Bridge, um die Spur des Wagens des Arkham Knight aufzunehmen. Miss Gordons Wohlergehen ist uns allen sehr wichtig. Viel Glück. Catwoman ist ein starkes Mädchen. Die hält das auch mal ein bisschen aus, da gefangen zu sein.
zeigen ist, der Fledermaus. Wird doch endlich mal Zeit. Alfred, ich bin an der Brücke. Einen Moment, Sir. Ich sollte Sie wohl warnen. Es erwartet Sie erhebliche Milizpräsenz. Das wissen wir. Ich habe Zugriff auf die Dateien, an denen Miss Gordon vor ihrer Entführung gearbeitet hat. Sie hat wohl eine Schwachstelle der Drohnen entdeckt. Ein direkter Treffer mit der Balkenkanone auf die Sensoren sollte sie mit einem Schuss zerstören. Vorsicht! Die Masse wurde runtergelassen. Er kommt. Mamba Grau ist aktiv und gefechtsbereit. Drohne getroffen! Sie ist noch aktiv! Das ist gar nicht mal so unanspruchsvoll. Man muss den Schüssen ausweichen, die Dinger abschießen, die Raketen und die Fahrzeuge nebenbei noch platt machen. Das ist echt... Ich bin zwar multitaskingfähig, aber das ist eigentlich schon eine Herausforderung. Vor allem, ich kriege nie diese Ladung voll. Jetzt habe ich sie gerade voll. Super. Such deine Verbündete, falls du es schaffst. Jetzt da meine Armee. Oh. Wo sind sie? Oh, vorne, hinten ist wieder alles voll. Drohne offline. So, tschüss. Und der ist auch weg. Bye, bye. Oh. Ey, der war doch sauber getroffen. Warum ist der nicht kaputt? Oder gibt's Donuts? Oh, ich möchte auch einen Donut. Oh, ich glaube nicht, dass wir einen bekommen. Wir haben auch eigentlich gar keine Zeit dafür. Eine? Das war ein paar mehr. Ist einer da? Oh, Alter. Drohne hält Position. Unter Beschuss. Hab eine Drohne verloren. Thank you.
Manno. Du hast keine Wahl. Es war die Ladung wieder voll, als alle weg waren. Ich weiß gar nicht, ob ich die dann noch beim nächsten Mal habe. Muss ich mal gleich drauf achten. Oh, die nächste Bombe. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich wieder angegriffen. Ciao. Verdammt, Batman. Da oben stehen noch zwei, aber ich glaube, nee, die kommen nicht. Gut, Virus hochladen. Eine Verbindung, Sir. Erwarten Sie geringen Widerstand, Sir. Batmobil gesichtet, Kingston. Oh, da kommen die nächsten schon. Jetzt schießen sie aber auch wirklich von beiden Seiten ihre blöden Drecksraketen. Am besten ich mach die erstmal platt. Mamba zerstört. Direkter Treffer bei einer Rattler. Panzerung hält. Nein, 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 nein! Oh, war das knapp. Die habe ich zu spät gesehen. Jetzt, tschüss, so. Du bist auch weg. Oh nein, da kommt wieder eine. Oh nein, wo kommt sie? Oh, verflucht. Gott. Ich hätte das Gefühl, ich treffe auch überhaupt nichts irgendwie hier. Mamba-Drohne hat Schaden erlitten. Jetzt bleib doch mal stehen. Ich glaube, ich muss wieder ein bisschen Zeit nehmen, mehr fürs Zielen. Ah, sind die dumm, ey, wie die sich immer gegenseitig abschießen. Ist natürlich gut für mich. Ah, so. Ah, jetzt aber. Nein! Wo kommt sie? Verflucht, die Rattler wurde getroffen. Ah, verdammt. Das sind ja gar kein Ende. Wo kommen die denn alle her? Ist hier irgendwo ein Loch auf? Ah. Shit. Hammer es denn mal langsam? Die Sprengladung der Bombe liegt. Oh, war das anstrengend gerade. Kontrollierte Explosion auslösen. Ich muss mich echt ganz schön konzentrieren.
Gratulation, Sir. Bombe zerstört. Nur das Versagen. Oh. Wir haben einen Stufenanstieg. Reduziert die Nachladezeit des Geschützes. Das ist genau das, was ich haben will. Weil die dauert mir nämlich viel zu lange. Und ich mache nochmal eine kleine Pause. Bis zur nächsten Folge. Ciao.